So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to War 2 mit den Spartanern. Und ich habe ein Glöschen im Hals. So. Nice. Gut, also, ja, die Konföderation greift mit. Schwertbande ist gut. Bemalte hat ein bisschen Durchschlag. Speerbande haben die auch ein paar. Schwertbande. Ja, Banner. Ja. Kämpfen wir mal. Also an sich könnte man das auch ja lassen eigentlich. Aber ich würde es wenigstens probieren, weil ja, das würde uns ein bisschen aufhalten, wenn die eben nochmal, also wenn ich nochmal hierher zu der zum Dorf gehen müsste. Frage ist nur, wo stellen wir uns hin? Ich würde fast sagen, so hier hin. So. Damit die beiden die meisten Treffer abbekommen, weil die haben die beste Rüstung. Genau. Und dann hoffe ich mal, dass er komplett von hier kommt. Hat er tatsächlich gemacht. Ich hätte mich auch hier aufstellen können. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht, weil wenn der dann hier und hier angegriffen hätte, wie ich es gerne mache, hätte ich keine Chance gehabt. Ah, verdammt. Okay. Schreib doch nicht so. Genau. Der hat halt auch genug Einheiten, um wirklich um mich dann wirklich einzukesseln. Also der könnte jetzt auch mit der Kavallerie nach hier gehen und mit der Hauptstreitmacht von hier. Das wäre am besten, also am schlimmsten für uns, aber natürlich am besten für ihn. Und der stellt sich natürlich genau dahin, wo ich noch nicht schießen kann. Ja, ja, ja. Warum schießt ihr noch nicht? Seid ihr dumm? Ihr hättet schon zweimal schießen können. Und das sind die Plänkler, die machen echt Aua. Unser General wird angegriffen. Weil die erste Charge war noch nicht gut. Die waren schön. Sehr gut, sehr gut. Noch eine Salve und die sind weg. Sehr gut. Auch gut. Okay, der geht außen rum. Also der, ja doch, nee. Der will aber nicht wirklich hier die angreifen. Auserwählte Schwerbanner. Schwer. Was? Schwer.
Speerbanner. Schwerbanner? Die schweren Banner. Okay. Der hilft denen jetzt mal. Die gehen jetzt mal hier hin. Und dann schießen die hier rein. Okay, schieß mal hier hin. Sehr gut, die sind gleich weg. Okay. Der wird halt auch von der Seite angegriffen. Ist ein bisschen blöd. Okay, die müssen jetzt zurück. Ja, die Schwertbande ist halt, die sind halt gut. Die sind halt gut. Okay, los geht's. Sehr gut. Naja, jetzt kommen die. Ein bisschen blöd, dass der hier nochmal zwei Stück davon hat. Der feindliche General ist tot. Das ist schon mal sehr gut. Das ist super. Die freien Heerbanner, das ist nicht so schlimm. Sehr gut. Okay, jetzt mache ich, gehe ich mal offensiv rein. Der bleibt noch da. Solange ich noch Munition habe, ist es gut. Okay, dann mache ich, dann nehme ich mal den raus. Focus Fire. Sehr gut. Dann nehme ich den raus. Das hat mir ein bisschen mehr wehgetan als ihm. Okay, und jetzt gehe ich auf die volle Einheit, weil die anderen sind ja. Der kommt langsam in unsere Gefilde. Okay, du gehst mal zurück. Du gehst mal zurück. So, jetzt greift der uns natürlich auch an. Das ist seine Fernkämpfer greifen uns jetzt an. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Was? Ah, okay. Ich dachte gerade unsere Steinschleuderer, das wäre nicht so gut gewesen. Okay, ich gehe jetzt mal auf die Jagd nach denen. Aber das gewinnen wir. Das ist sehr, sehr gut.
Ja, wobei ich gehe auf Angriff hier. Die mache ich so weg. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sorry. Ja, sehr schön. Knapper Sieg, aber sehr guter Sieg. Getötet. Ich habe einige Friendly Fires gemacht. Aber war in Ordnung. Also musste ich machen, damit ich genug Damage machen konnte. Aber das hat gewirkt. Das war sehr, sehr gut. Jetzt muss ich halt nicht mit einer neuen Armee oder mit einer Armee, die schon da ist, die eigentlich gebraucht wird, muss ich jetzt nicht mehr zurück. So, fein verwundet. Okay, dann Agent erholt, Rang erhöht, Kind ist geboren. Läuft bei euch. Okay. So, der stapft jetzt eigentlich gerade hier runter. Sehr gut. Genau, Yathrib wurde übernommen. Übernommen, also erobert. So, dann sind wir mal ein bisschen in wärmeren Gefilden unterwegs. Anheuer, Kavallerie, Kavallerie, Kavallerie und Söldner. Brauche ich nicht. So, was hat der denn noch? Ah, stimmt, die haben wir ja letztes Mal richtig dezimiert. Das war cool. Können wir automatisch machen, ne? Also 88. Ja, gehen wir aggressiv rein. Oh, besetzen. Fraktion vernichtet. Sehr gut. So, und dann nächstes Mal gehen wir so. Und mit denen können wir eigentlich die da auch einnehmen. Die haben nicht ganz so viel. Vielleicht reicht es aber für die Stadt. Das weiß ich jetzt nicht. Gehen wir mal nach Norden. Mhm. Schön, wir sind auf Irland gelandet. Nein. Hey, Irland, ich will irgendwann fahre ich nach Irland. Irgendwann, eines Tages. Sie werden sich uns durch meine Hand ist es schön, schön. Ihr habt auch was bekommen. Die da. So, bekommt einen Ausweichen. Gut, die da haben gesiegt. Dann ist die Frage nach hier. Ist gescheitert, aber die letzten drei Male war es erfolgreich. Okay, dann würde ich sagen, erklären wir denen mal den Krieg. Ich bin sicher, ihr habt viele Nettigkeiten für mich. Nicht wirklich. Ihr Bordschatz wird weggesperrt und Schwerter und Schilde aufpoliert. Wir werden ruhmreich sein. Ja, mal schauen. Ihr habt auf jeden Fall gute Karten gegen uns. Es kommt natürlich sehr stark drauf an, was ihr macht. Weil, wie schon häufig erwähnt, ist leichte Infanterie, beziehungsweise, also nicht hier leichte Infanterie, also in echt war leichte Infanterie und Kavallerie die Achillesferse von den Spartanern. Okay, hier haben wir 5
Bogenschützen. Hier haben wir 2, 4, 6, 7. Gut, also Nightmare ist wirklich Nightmare von denen. Also, die haben echt... Also gegen Nightmare könnten die bestehen, wenn sie... Die müssten eigentlich beide Armeen auf eine schicken. Also die müssten jetzt nächste Runde die da mit beiden Armeen angreifen. Am besten noch mit denen. Krass klingt. Dann hätten sie eine Chance. Also die Fanboys könnten vernichtet werden. Oder so krass dezimiert werden, dass ich die... Ja, wobei, das sind nur drei... drei wirkliche Nahkampfeinheiten. Steppenbogenschützen sind zwar okay. Die gepanzerten Lanzenträger, das... Ja, das ist nichts. Also, sind zwar gut, aber nicht gegen schwer gepanzerte Infanterieeinheiten. So, dann gehen wir mal hier weiter. Der hat noch eine Verstärkung von 2800 Leuten. Bemalte, alle sind bemalt. Das ist wohl eine Kunstklasse. Dann stecken wir den mal mit Spartas Wurz zu, ne? Weil es schon, 16 Minuten. In 10 Minuten schaffe ich es. Nebel. Will ich Nebel? Nein. So, ich wollte jetzt keinen Nebel, weil so viele Fernkämpfer hatte der auch nicht. Und ich wollte nicht in einen Hinterhalt geraten. Okay, hier oben, hier muss ich rauf. Ist natürlich sehr cool zum Verteidigen, vor allen Dingen, wenn man hier dann Fernkämpfer hinstellt. So, ich greife einfach stupide, richtig cool stupide von einer Seite an. Und schau mal, was passiert. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ich will auf jeden Fall probieren, den Hügel einzunehmen, bevor die Verstärkung kommt. Die kommt von der Seite. Uiuiui, das wird knapp. Da muss ich wirklich auch reinrushen. Okay. Dann schicke ich mal drei Pikiniere hier hin. Zusammen mit denen. Die kommen hier rein. Die kommen hier hin. General, du kommst in die Mitte. Dich habe ich noch nicht, stimmt. Okay, mal schauen. Wenn ich die sehe. So. Die vier gehen mal hier hin. Der geht dahin. Gehen dahin. Okay, da kommen die ersten Kavalleristen. Ihr geht dahin. Ihr geht darüber. Du gehst dahin. So, ihr geht da weiter. Weil ihr dreht euch um, ihr geht dahin. Entschuldigung.
Okay, der. Ah, der geht von hinten rein. Uiuiui. Oh Gott. Manchmal. Ja. Okay, das heißt, ich werde den. Ich habe nicht gesehen, dass man hier von Norden auch reinkommt. Ah, das ist gerade jetzt blöd. Du hilfst denen mal. Hier geht mal weiter. Du greifst weiter an. Upsi. Okay. So, ihr geht mal hier hin. Ihr geht dahin. Ihr schützt den Rücken. Ihr geht da weiter. So. Bauern. Nice. Ja, schnell ist wichtig. Unser General wird angegriffen. Ja, das passiert, ne? In der Schlacht. Okay, dann geht ihr mal weiter. Und ihr kümmert euch um die Fernkämpfer hier. Okay, ihr könnt mal weiter hier gehen. Okay, dann gehen wir mal zurück und ihr kümmert euch darum. Ja, die Bauern halten echt aus. Geht auch da hoch. Geht ein bisschen zurück. Ey, was ist mit den Bauern los? Alter. Die halten echt gut was aus. Oh, 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 oh. Wo sind die anderen? Da sind die. So, könnt ihr mal die töten? Das war ganz allerliebst, Herz allerliebst. Gut, hier oben. Ist gerade auch ein bisschen Krawall. Was macht ihr denn da? Das ist sehr gut. Also schlecht für mich. Gut für ihn. So, General kümmert. Okay, ihr geht mal dahin. So. So, der macht mal hier den da. Dann hier den da. Dann noch mal ein bisschen mehr. Du kommst auch hierher. Okay, der hält hier ganz gut auf. Also. Oh, ihr geht hier hin. Ihr geht dahin. Und ihr schießt mal auf die ganzen Fernkämpfer hier. Okay.
stellt euch mal wieder gescheit auf. Okay, ihr geht hier vor, ihr geht hier hinten hin. So. Dann mache ich es mal hier ein bisschen offensiver. Ah, hier können wir eigentlich auch schon reingehen. So, dann hier, die gehen hier hin. Hier schieße ich mal in den Rücken, ne? Das ist gemein. Na, aber der macht es auch bei mir, okay. Wie sieht's denn hier aus? Ach ja. Easy. Gut. Blöde ist halt jetzt mit den Fernkämpfern. Ich hoffe, ja, okay, die wanken. Die wanken. Aber nicht genug. Die wanken nicht genug. Natürlich wanken die jetzt nicht. Die werden jetzt aufgelöst hier. Alter. Komm schon. Schnell hinter das Haus. Sehr gut. Ja, und jetzt wanken die, ne? Jetzt, wo sie nicht mehr schießen können. Ja, hoffentlich überleben die. Nee, nee. Nee, nee. Euch jage ich jetzt. Euch jage ich jetzt. Mal schauen, ob ich noch ein paar bekomme. Ah, nicht wirklich. Das war ein guter Charge. Okay. War aber verlustreicher, als ich wollte. Naja.
Aber Hauptsache ist, sie überlebt. Die Einheit muss überleben. Ist alles gut. Wir sind schon weitergekommen als die. Nee, oder? Wo ist der Hadrianswall? Irgendwo in der Richtung, oder? Nee, ich glaube noch ein bisschen weiter nördlich. Weiß ich aber jetzt nicht mehr ganz genau. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Für Rekruten braucht man eigentlich jetzt nicht mehr. Gut, dann ja, nächstes Mal machen wir ja in Ägypten weiter und auf jeden Fall hier. Und dann schauen wir mal, was ja, was wir da machen können. Gut, dann bis dann.